Ohne den Islam würde ich hier nicht sitzen. Der Islam ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens geworden. Die Fragen, die ich hatte, warum ich hier bin und warum die Sachen passieren und so weiter, ich war davor sehr unglücklich. Sehr. Hatte sehr viele Krisen, mentale Krisen. Warum bin ich hier? Warum mache ich das alles überhaupt? Es macht für mich alles keinen Sinn. Vor der Zeit, vor Social Media, vor allem während meines Studiums, Katastrophe.